Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen noch ein bisschen Pisten präparieren. Und ja, ich würde sagen, wir begeben uns auch hier so langsam in den Endspurt. Denn wenn wir jetzt diese Pisten hier fertig haben, es soll ja die nächsten Tage noch nicht schneien, dann sollten wir da erstmal ein bisschen Ruhe haben. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal schnell auf unserer erweiterten Wetterkarte an. So, also, die nächsten 4 Tage soll es noch nicht schneien. So, und danach die nächsten 3 Tage auch noch nicht. Wir haben also eine ganze Woche Ruhe vor Neuschnee. Und ich denke mal, das wird uns doch ein bisschen nach vorne bringen. Denn dann können wir uns auch mal wieder um andere Sachen kümmern. Und ich hoffe jetzt, wie gesagt, wir haben ja gestern die 2 Hotels gekauft. Sind dann noch ein bisschen intensiver in das Hotelgewerbe eingestiegen sozusagen. Und wenn wir das jetzt dementsprechend hier mit der Eisigspitze noch hinter uns haben, dann sollten wir eigentlich soweit sein, dass wir so ohne Schwierigkeiten hier durch den Skifahrer durchfahren und ja auch dann langsam genug Geld reinkriegen. Nun, hier den Innenbereich, den will ich noch schnell machen, weil danach fahren wir sowieso ganz runter. Deswegen will ich natürlich schauen, dass wir hier so viel wie möglich jetzt noch erledigen. So, hier werden wir jetzt auch mal den direkten Großschwenk machen. Da will ich nämlich dieses Stück noch so gut wie es geht wenigstens mitziehen. So. Und hier noch ein bisschen die Innenkurve präparieren, denn da fahren die Leute auch ganz gern mal durch, damit sie eben schön scharf die Kurve nehmen können. Und das soll natürlich für unsere Gäste auch gut präpariert sein. Hier, wenn wir den Mittelstreifen mal mit runterziehen, da sehen wir schon, da fahren die Leute also auch sehr gerne rum. Außen ist auch nochmal eine Strelle. Ich denke, die können wir dann auch gleich nochmal hoch und runter fahren. Ist ja dann doch einiges, was hier auf der Skipiste Nummer 4 noch fehlt. Wir gucken mal gerade bei der Piste 4. Da waren wir doch eben schon. 34.000 noch. Ist im Moment eigentlich noch ein bisschen viel, aber ich denke mal, bis wir da unten sind, werden wir das auf ein möglichstes Minimum reduziert haben. Von daher, wenn wir jetzt hier schnell mal wieder hochfahren, dass wir das dementsprechend, da fahren die ja alle noch durch die unpräparierte Piste. Das ist natürlich nicht schön. Aber das werden wir jetzt ändern hier. Und wir haben nur noch 53.000 minus hier auf dem aktuellen Skitag. Das heißt also, das Geld für die Hotels haben wir soweit schon wieder drin. Also haben wir sozusagen innerhalb von gut 1,5 Folgen die komplette Investition wieder raus. War also von dem Punkt gar nicht mal so tragisch. Und wir haben 2 neue Hotels. Ich denke ja mal, wenn die Gäste sich ein bisschen besser verteilen, dann dürfte das auf alle Fälle auch vom Umsatz her dann auch noch eine kleine Steigerung bewirken, weil eben dann alle Hotels doch sehr gut ausgelastet werden. Und die weitere Auslastung, wenn die Verteilung stimmt, kommt ja dann einfach nur noch mit der Anzahl der Gäste. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Denn wir sind jetzt bei über 1500 Gästen pro Tag. Aber ich denke mal, auch das wird dementsprechend sich noch ein bisschen steigern lassen. So, und da links sehen wir gerade, ist noch ein Bereich, den die Skifahrer gerne nutzen, den wir ihnen aber noch nicht so richtig präparationstechnisch zur Verfügung gestellt haben. Also werden wir das hier jetzt auch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Hier nochmal die Spur hochfahren und dann die Mittelsegmente da nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und dann sind wir hier, glaube ich, mit der 4 auch ziemlich gut dabei. Wir schauen mal gerade, Balken ist schon sehr, sehr gut hochgegangen. So, hier werden wir jetzt mal drehen. Und werden uns jetzt mal hier so ein bisschen die Mitte orientieren. Ja, der Skifahrer hat auch gerade noch die Kurve gekriegt hier, bevor er dann da so ein wenig von unseren Ketten mit in die Piste eingearbeitet worden wäre. So, und gleich sind wir auch unten. Und dann haben wir ja gesagt, fahren wir die Piste Nummer 5 noch weiter runter und dann auf der Rückseite wieder hoch. Dann haben wir, denke ich mal, die Pisten soweit alle ganz gut in Schuss. Das müssten wir in der Folge auch soweit hinkriegen. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen im Magen liegt, ist die Piste 14. Da ist also doch noch einiges zu tun. Aber gut, auch das werden wir hinkriegen. Wie gesagt, es soll eine ganze Zeit lang nicht schneien. Von dem Punkt her, denke ich mal, werden wir dann doch so langsam alles hier in den Griff bekommen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier sind wir auch schon an der Piste 5 jetzt angekommen. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal kurz raus. Piste 4, 18.000, die nehmen wir mit. Wir werden jetzt hier die 5, wie gesagt, noch runterfahren, aber am besten so, dass wir nicht gegen diesen Holm dran klatschen. So. Und wenn wir die jetzt auch noch präpariert haben, dann denke ich mal, haben wir so langsam alles wieder im Griff. So,
Und hier weiß ich jetzt gar nicht, ist da schon wieder neue Abnutzung oder war das nur noch nicht perfekt präpariert? Deswegen fahre ich so halb an der Außenseite entlang. Piste 5 an sich sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich denke mal, das wird auch von den Kosten nicht allzu viel werden, was da jetzt noch auf uns wartet. Und da unten machen wir gleich den Schwenk nach links und fahren dann im Prinzip gleich die nächste Piste wieder hoch. Ja, hier ist der Auslauf, der ist auch noch nicht so optimal präpariert. Da werden wir eine kurze Extra-Runde drehen, dass wir auch den Bereich hier entsprechend ein bisschen in Ordnung bringen. So, Vorsicht Fußgänger. Ja, und du? Na gut, du stehst jetzt auf mir. Ah gut, achso, nee, du springst über mich drüber, auch gut. Ja, erinnert mich ein bisschen an den Goat-Simulator. Aber alles klar, kein Problem, kriegen wir alles hin. Oh, einmal Licht anmachen. Oh, das scheint richtig schönes Xenon-Licht zu sein, das sieht toll aus. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Piste 5, ja, 1000 Euro, alles klar. Wir fahren jetzt die 7 hoch. Also ihr seht, wir kommen hier schon richtig gut voran. Kriegen das jetzt richtig schnell hin. Mal gucken, was wollen die für die 7? 45.000. Also da ist wohl noch einiges zu tun. Na gut, machen wir uns ran. Ran an den Zwerg. Apropos, habe ich auch schon lange keinen mehr gesehen. Freue mich aber, wenn ihr hier mal welche entdeckt. Ich habe nämlich im Moment keine großen Zwergenfunde hier entdeckt, sonst hätten wir sie natürlich uns auch gleich gekrallt. Aber falls ihr was entdeckt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wir haben noch 29 Zwerge zu finden. Es wäre doch schön, wenn wir die auch noch zum Abschluss bringen, diese Mission oder diese Aufgabe, uns den Erfolg des Zwergensammlers hier holen. Ja, da hoffe ich mal, dass wir da gemeinsam noch ein bisschen was erreichen. So, hier mal schnell ein bisschen die Kurve nehmen. Oh, hier mal einen ganz bösen Mittelbereich, der noch gar nicht groß präpariert ist. Das ist natürlich nicht schön. Das werden wir als erstes mal machen, bevor wir dann nach oben hochfahren. Das heißt, hier einmal die direkte Kurve und gleich wieder runter. Oh, die 6, die sieht auch nicht so toll aus. Hm, ja, da haben wir also noch einiges zu tun, aber wir kommen gut voran. Oh, einmal hier rum. Vitaminwangel in Saarenrist. Ja, das klingt so, als ob wir dann mal wieder ein bisschen Geld verdienen könnten. Ich fahre nochmal schnell hier ein wenig auf die Seite. Gut, dann bleiben wir hier stehen, akzeptieren die Mission. Werden uns unseren Transporter holen. Oh, da sind wir ganz am anderen Ende. Da haben wir ein schönes Stück zum Runterfahren. Ich glaube, wir fahren aber besser mal so hier ein bisschen runter. Oh, ich wollte eigentlich eher über die Skipisten fahren, aber egal. So, wo haben wir jetzt die nächste Piste? Da. Achtung, Haus. Oh, ja, das war vielleicht nicht jetzt ganz so die Strecke, die ich mir vorgestellt habe. Aber nun gut, auch diese führt irgendwie ins Tal. Wir sind ja mutig und, ja, es lebe die Physik. So, dann werden wir mal hier runterflitzen. Dann fahren wir aber die linke Piste runter, denn wir müssen eher in die Mitte des Dorfes, dass wir dann nicht zu viel oder nicht zu weit nach außen abdriften. Sozusagen machen hier auch mal kurz Licht an. Der Skitag ist ja eh gleich vorbei. So, Achtung, da komme ich. So, und ich denke mal, so sind wir auf einem ganz guten Weg. Bam, bam, bin gerade am Überlegen. Ja, das passt aber soweit. Tanken müssen wir irgendwann auch mal wieder unsere Fahrzeuge. So langsam geht auch überall der Sprit auf den Halbzeitstand sozusagen. So, fahren wir hier mal auf die 11. Die gehört uns sowieso noch nicht. Dann ist das auch nicht so schlimm. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder... Ah ja, passt doch perfekt. Den Weg nach rechts finden, unten links abbiegen und dann sind wir gleich am Pickup Point. Ja, passt doch. Und da unten steht auch unser Schneemobil. Okay, das heißt, wir haben dann gar keinen weiten Weg, um im Prinzip wieder zu unserem Arbeitsgerät zurückzukommen. So, hier haben wir gesagt, links abbiegen. So, Jungs, der Skitag ist vorbei. Schaut, dass ihr ins Tal kommt. Ja, wir haben geschlossen. Ja, ich mache jetzt keine Rettungsmission mehr. Wenn sich jetzt einer verunfallt, der muss halt bis morgen früh warten. Naja gut, so schlimm ist es auch nicht. Also da werden wir natürlich schon noch ein Auge drauf halten. Aber trotzdem. Oh, 2,25, das hört sich wieder so nach einem Häuschen an, nach einem verschwiegenen. So ein kleinen, was irgendwo versteckelt ist. So, wir gucken mal. Irgendwo müsste jetzt hier links gleich der Aufnahmepunkt sein. Da hinten ist es. Okay, ich sehe es schon. Gut, einmal hier durch. Oh, und jetzt... ach, das ist hier unten die letzte Talstation. Alles klar. Na gut, auch easy. Dann sind wir auch gleich für die nächste Mission an einer guten Position. Da können wir ja nicht meckern. Ja, wenn wir hier mal ein bisschen die Abkürzung nehmen und gleich hier losdüsen. Oh, den Knaben können wir überholen. Ich hoffe, der will jetzt nicht abbiegen. Ne, Glück gehabt.
So, ja, von der Zeit her klappt es eigentlich ganz gut. Müssen jetzt nur gleich irgendwo noch nach links oben abbiegen, denn wir sind nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Wir sind sozusagen auf der Parallelstraße gerade unterwegs. Das heißt, wir werden hier mal dezent den Schwung nach links nehmen. Oh, hier ist auch noch nicht geräumt. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Da haben wir also dann auch noch ein bisschen Arbeit, sobald wir die Pisten hier in Schuss haben. So, und hier vorne ist der, ja, Delivery-Punkt. Also von daher alles gut. Kriegen wir also von der Zeit her wunderbar hin. So, okay, wunderbar. 8.070 Euro sind wieder für uns zu haben. So, hier fahren wir in der Zeit jetzt nochmal einen Ticken weiter. Halt, die Walze könnte ich ja eigentlich gesenkt lassen. Und dann fahren wir hier erstmal nach oben. Und nochmal ein Stückel raus, alles klar. Ja, da können wir mal wieder auf unsere Lieblingsübersicht gehen. Und ja, wir haben zum Ende des Skitages tatsächlich noch unsere Miesen sozusagen wieder rausgeholt. So, mal kurz gucken, wo wir am besten langfahren. Ich würde sagen, erstmal hier. So, und die Zufriedenheit, ja, schaut's euch an, 34%. Es geht also doch langsam, aber deutlich aufwärts. Das ist doch schon mal richtig gut. Wir erreichen da jeden Tag einen neuen Höchststand. Ich bin so richtig begeistert. Das ist absolut spitze. Oh, was habe ich da gesehen? Oh, das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir noch ein paar Tage Sonne, aber am Freitag nächste Woche soll es dann schneien. Oh, shit, Frau Schmidt. Okay, das heißt, dann haben wir da bald wieder einen Haufen Arbeit vor uns. So, wir lassen aber die Nacht schon mal etwas verstreichen. So, hier fahren wir erstmal den Außenbereich hoch. Ah, das sieht nämlich so aus, Piste Nummer 6. Wow, 37.000 wollen die Jungs haben noch. Das ist natürlich ein Haufen Geld. Da müssen wir unheimlich viel noch ackern, dass wir das hier wegkriegen. Oh, da ist auch ein großer Streifen in der Mitte, den nehmen wir gleich mit. Oh. Ja, wenn da wieder Schnee in Aussicht ist, heißt das natürlich für uns auch, wir haben dann wieder ein wenig zum Räumen. Und man sieht auch hier die Textur, die ist im Prinzip schon fast wieder abgenutzt. Oh, es wird schon wieder hell, das ist optimal. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, wir können gleich den nächsten Skitag beginnen lassen. Und ja, jetzt müssen wir überlegen. Eigentlich müssen wir die 6 auf alle Fälle nochmal runterfahren. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz sinnvoll. Weil da ist doch noch sehr, sehr viel, was noch nicht geräumt ist. Und ich will da nicht zu viel Geld dafür ausgeben. Gucken wir mal gerade. So, schnell die Piste Nummer 6. Ja, sind immer nur 38.000. Nee, das sehe ich nicht ein. Also fahren wir nochmal eine Runde. Da kriegen wir ja in der Folge vielleicht die Piste noch so weit durch, dass wir die uns noch, ja, wie soll ich sagen, unter den Nagel reißen in Form, dass wir sie als präpariert abhaken können. Man sieht auch hier, ja, wo die Präparation war. Das hat auch schon wieder stark nachgelassen. Also da müssen wir im Prinzip gucken, dass wir einfach nur die zweite Spur erstmal runterfahren. Das sollte uns dann doch wieder einiges an Kosten einsparen. So, und jetzt sieht man natürlich ganz schwer, wo wir hier jetzt schon waren, wo noch nicht. Die Sonne blendet massiv. So, wo sind wir denn hier entlang gefahren? Ach, dann fahren wir jetzt mal so ein bisschen hier an der Seite entlang. Da ist eh noch ein Teil, der noch nicht geräumt ist. Und ich denke mal, so kriegen wir den Balken doch langsam nach oben. Wir schauen mal schnell rein. Piste Nummer 6, 33. Ja, sind schon wieder 5.000 Euro runter. Also das macht einen ganz guten Eindruck. So, der Skitag hat begonnen. Die ersten Einnahmen sprudeln wieder in unsere Kasse. Das ist schon mal sehr gut. Denn ja, jetzt fehlen uns noch 200.000 Euro. Das sollten wir aber an diesem Skitag ohne Schwierigkeiten hinkriegen, sodass wir dann uns endlich auch die neue Bergstation kaufen können. Ja, und wenn die dann voll erweitert ist, dann geht's, wie wir ja gesagt haben, auch gleich mit weiteren Hotels wieder los. Das heißt, wir werden natürlich auch dort die Hotels noch ein bisschen weiter durchziehen. So, 29.000, okay, da kommen wir so langsam jetzt in die gute Region. Die Piste 6 geht ja auch ziemlich weit, also die läuft ja bis ganz darunter. Das heißt, da ist natürlich einiges an Strecke, was wir noch machen müssen. Die 7 ist auch noch nicht so ganz in Schuss. Würde ich sagen, fahren wir die 6 runter und dann die 7 hoch. Das müsste eigentlich doch dann vom Verhältnis her passen. Oh, und auch hier sieht man, viele, viele Stellen sind einfach noch gar nicht präpariert oder nicht mehr gut in Schuss. Und ja, das werden wir natürlich jetzt erstmal beheben. So. Ich würde sagen, wir fahren noch gleich nochmal einen kurzen Schlenker hier hoch.
weil da außen fahren dann doch sehr, sehr viele Gäste, die aber noch komplett auf unpräpariertem Terrain unterwegs sind. Da werden wir das entsprechend noch korrigieren. Kriegen wir leider in der Folge nicht mehr komplett hin, aber ich denke mal, das ist auch jetzt nicht ganz das Problem. Da fahren wir in der nächsten Folge hier die Piste fertig, gehen dann auf der 7 nach oben und dann müssen wir uns ja auch noch um die 14 kümmern. Wie gesagt, die ist nochmal richtig kostenintensiv. Und ja, in der Zeit sehen wir aber voller Freude, wie unser Geldstand langsam, aber kontinuierlich nach oben geht. Und ich denke mal, so sieht das ganz gut aus. Da unten sind wir schon an der Talstation. Oh, das ist eigentlich okay. Dann könnten wir sie vielleicht doch noch heute fertig kriegen, dann überziehen wir halt mal eine halbe Minute. Denn ich denke mal, wir sind schon ziemlich gut vorangekommen. So, wo sind wir denn da unten unterwegs? Das war jetzt die 6 ganz runter. Ach, da geht auch schon die 14 los, genau. Nö, dann fahren wir direkt auf der 14 weiter. Das heißt, wir werden aber jetzt hier nochmal kurz die Seite mitnehmen. Ja, mal schauen, dass wir hier nicht unnötig hängen bleiben. Denn das gehört ja zur Piste auch noch mit dazu, hier diese Auslaufzone. Dann können wir die nämlich noch ein bisschen mitpräparieren und machen uns dann hier in der nächsten Folge auf den direkten Weg nach oben auf die Piste 14. So, hier holpert es ein wenig. Eieiei. So, und bleiben wir hier einfach stehen. Piste 6, jo, 18.000 präparieren wir. Damit ist die fertig und ihr seht, der Skitag ist rum und eigentlich müssten wir alle Pisten schon wieder nacharbeiten. Und das ist schon wieder richtig Geld. Also, dafür brauchen wir große Einnahmen. Die werden wir uns holen. In diesem Sinne kämpfen wir uns weiter nach vorne. Bis dahin sage ich aber, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.